Hier bekommst du einen Einblick ins Holzbearbeitungsraum, wo jetzt diese Woche anfänglich noch gefüllt war und durch die Bearbeitung ist hier tatsächlich nur noch diese eine Stärke verfügbar, welches hier zu sehen ist. Also das ist die Menge, die jeweils bearbeitet wird. Hauptsächlich manchmal auch nur die Hälfte davon, aber das ist grundsätzlich ein Stern. Und das ist noch übrig von der ganzen Menge. Da wurde bereits geschnitten, gesägt und das wird dann hier noch weiter bearbeitet, gespaltet, so dass dann dieses geladen werden kann. Eine größere Menge braucht auch entsprechend einen Behälter und das wird hier gesiebt, dahin durch und dann entsprechend abgefüllt für die weitere Verwendung. Und einiges habe ich dann noch etwas raussortiert, geeignet für das Anfeuer jetzt vor der bevorstehenden Weihnachtszeit. Dort steht der Lieferwagen und ja, das ist der Blick davon. Und jetzt geht es hier die nächsten Schritte in die höhere Lagen, wo ich jetzt hier ein bisschen mitnehme noch. Hier im Schneegestöber beim Aufwärtsgehen ist auch einige Muster noch zu erkennen von den Wildtieren, die hier tatsächlich sehr nahe zu uns gelangen. Und das ist ja ein sehr schönes Schneedebakel, was hier so zu sehen ist, zu bewundern. Diese Pracht hier liegt auf der anderen Seite. Da sehe ich die Spur, dass sogar bei dieser Witterung einige ihren Weihnachtsbaum aussuchen wollte, trotz Schneebehangs. Aber das ist ja das Schöne daran, es gibt keine Beschränkung, sondern sobald du Lust hast, einen eigenen Tannenbaum auszusuchen, dann wirst du zwangsläufig hier vorbeifahren. Und das auch so sehen zu können, wie das hier aussieht, was für dich dann einfach einmal im Jahr sein wird, ist für uns nahezu eine tägliche Strecke, die gegangen wird, um unsere tägliche Arbeit ausüben zu können. Da oben ist noch eine weitere Schicht. Hier wurden Bäume ausgerissen, die nicht mehr der Qualitätsmerkmale entsprachen, die Detailhandel haben wollen und einfach die Nachfrage nach diesem Produkt entsprach nicht mehr der Tatsache und deshalb wurde die ausgerissen. Der einzige Nachteil bei dieser Art von Produkt ist, dass sobald ein Baum gepflanzt wird, also ein Obstbaum, dass am nächsten Jahr nicht sofort eine Vollende erfolgen kann, sondern das dauert über mehrere Jahre. Und das ist, sobald jemand beruflich sich fortgebildet hat und dann natürlich andere Regeln unterliegt als jemand, der wirklich das Handwerk ausübt, gar nicht mehr so ganz klar, dass da einfach eine entsprechende Zwischenzeit, wo der Ertrag eher eingeschränkt und sofern natürlich die Witterung nicht mitspielen sollte, gar nichts kommt. Und dann sind wir tatsächlich von anderen Orten abhängig, die anderen gesetzliche Grundlagen auflegen.
Und das ist das, was der landwirtschaftliche Obstbaumarkt sehr stark ja, unattraktiv macht und nichtsdestotrotz attraktiver sein könnte. Aber es wird einfach nicht mehr so ein spannendes Abzugbild und daher sind die Jungen auch nicht gewillt, Zeit, Energie, vor allem auch Geld in sowas zu investieren zu wollen. Und dort oben sind diese Tannenbaumanlage. Natürlich ist der Zugang hier durch das Tor ein bisschen eingeschränkt, aber die Bodenverhältnisse sind natürlich schon sehr drückend. Natürlich auch die Witterung, die daran schuld ist. Ja. Ah ja. Sobald oben bist, ist natürlich alles viel entspannter. Jetzt hier noch ein bisschen nach oben. Es tropft schon, es hat sich das Tauwetter eingesetzt bei diesen milden Temperaturen, die hier vorherrschen. Nicht, dass noch eventuell sogar der Frühling kommen sollte. Hier an der Seite sieht es natürlich nochmals etwas anders aus, drastischer. Ja, also letzte Woche hatte ich tatsächlich noch Löcher gegraben hier, damit die Bäume rechtzeitig gepflanzt sind, um von dieser Feuchtigkeit zu profitieren zu können. Und nun wird darüber berichtet, sogar ein Video erstellt. Das ist zunächst mal folgt die Arbeit und dann erfolgt die Dokumentation. Und dann lässt sich darüber genießen und dann sind das die Erinnerungen hier. Waldpflege, die hier stattfanden letztes Jahres und vermutlich auch dieses Jahr der Fall sein wird. Und da oben sind diese Anlage sehen. Da sind auch die Kirschen sehen. Da sind schon etliche gekommen, deshalb sieht das auch hier so aus. Einige Bäume. So, so sieht es aus. Größere, die kleineren und solche, die sind sehr groß, die da unbedingt weg müssen und gegebenenfalls auch verkürzt, verkleinert. Da einfach sonst nicht zu viel Platz wegnehmen für die, die noch wachsen wollen. Einige, die der Qualität nicht mehr entsprachen, wurde da einfach ridikulos entfernt. Und kleine, die sind nach meinen Erfahrungen ja in der Baumschule, aber wir haben sie schon, das dauert natürlich Jahre, 10 Jahre. Wenn das Witwit mitspielt, bis sie da mal groß werden. Hoppala, jetzt ist es rutschig. Ohne den passenden. Der Bank. Genau, das ist der Blick auf die andere Seite. So. Und oben ankommen. Und sich ausruhen. Ich habe da eine gegessen. Passt zwar nicht jetzt zum Moment, weil diese Saison ist halt bereits vorbei. Genau. Das Nachbardorf, das Unsdorf und da unten noch das Bezirksgebiet, Gemeinde Zissach. Die restlichen Landwirtschaftsbetriebe, die da zu sehen sind. Und darunter die Neubauten.